Immer wieder die Grenze gucken. Der Feind hat hier hinten Eisen. Aber er hat noch keine Eisenmine gebaut. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er sich wirklich braucht. Wir müssen also eventuell bald unseren Angriff starten. Was wir aber auch müssen, ist hier hinten eine Getreidefarm platzieren. Halt, wir machen es wieder so. Wir bauen zuerst den Bäcker, dann den... wohin mit dem Bäcker? Den Bäcker nach hier hin? Nach hier hin. So. Worauf ich aber sehr freue, was bald rauskommt, ist Manalords. Manalords kommt ja bald. Sehr, sehr bald. Was in April, nicht wahr? Was April oder März? Kommt auf jeden Fall sehr schnell. Und das... Das wird ein neuer Albtraum. Ich kann nicht ausdrücken, das Maß an Sucht, was da passieren wird. Erinnert ihr euch an Kingdom Come Deliverance von damals? Wo ich möglicherweise ein bisschen zu aggressiv das Spiel durchgespielt habe am Anfang. Das wird das sein. Schon wieder. Eine Kohle wurde gefunden. Wer hat's gedacht? Da freue ich mich aber richtig drauf. Denn das hat jetzt schon seinen Platz als reguläres Projekt festgesetzt. Und da muss ich auch schauen, wo ich die Zeit dafür reinquetsche. Aber es wird getan. Hier oben ist kein Platz in der Burg. Die hier muss halt noch gebaut werden. Hatten wir hier... Checken wir hier mal ganz kurz nochmal ab. Hier waren es hauptsächlich Nieten, soweit ich mich erinnere. So, ich denke, wir sollten vielleicht ein bisschen Feintuning dann machen, was unsere Wirtschaft angeht. Unsere Armee eigentlich. Oh ja, jetzt geht's hier rund. Also, Feintuning sollten wir machen. Wir sollten sagen, dass Gold als höchstes transportiert werden soll. Auf jeden Fall. Direkt darunter Waffen. So. Das sind erstmal die wichtigsten Dinge. Gold und Waffen sollten auf jeden Fall als erstes transportiert werden. Denn Gold brauchen wir in großen Massen, damit hier die ganzen Burgen wirklich vernünftig besetzt sind. Waffen für Soldaten. Hier hatten wir eine Burg festgesetzt, die auch entstehen soll. Wo ist hier das Problem? Braucht das Baumaterial wirklich so lange, um da oben anzukommen? Wir haben nicht viel Stein. Das ist jetzt ein neues Problem. Wir haben noch nicht viel Granit. Wir haben 99 Granit. Wir haben kein Granitproblem. Es ist nicht das Problem, dass Baumaterial nicht existiert. Es braucht nur eine Weile, um da oben anzukommen. Okay, wir haben also kein Baumaterialproblem. Puh. Das ist beruhigend. Wir setzen wieder eine Flagge rein und finden heraus, ob wir hier Granit irgendwie herumliegen haben. Denn auch 99 Granit gehen irgendwann aus. Ich möchte am liebsten direkt hier angreifen. Hat der Feind schon irgendwelche Lagerhäuser gebaut? Nein. Wenn wir also hier nehmen, hier und hier. Wenn wir diese vier drumherum eingenommen haben, ist der Feind abgeschnitten von seiner eigenen Versorgung und kann nicht mehr viel tun. Was sagt das Spiel? Wie sieht unsere Kampfstärke aus? Übrigens wollen wir jetzt die Starken in den Garten gehen. Wenn schon richtig, dann richtig. Wir kennen es ja. Danke für die Erinnerung, Spiel. 26. Tut. Kohle. Das ist ja schön. Der kann eigentlich weg. Der wird nicht länger gebraucht. So stellen wir sicher, dass die Soldaten auch nur an den wirklich wichtigen Gebäuden setzen. Und diesem hier. Oh ja, was hier sich gerade an der Armee ansammelt, ist schon gut.
Und wenn die in vollbestückten Burgen kämpfen, dann rollen die einmal drüber. Ich würde dem hier unten allerdings ein Lager ausgönnen. So fair bin ich mal, denn der muss Ewigkeiten rennen, um sich mit neuen Soldaten zu versorgen. Das muss nicht sein. Hier kommt ein Lagerhaus hin. Da können wir außerdem die ganzen Baumaterialien ein bisschen zwischenlagern. Ich bin mit der Position der Mühle nicht sehr zufrieden. Okay, machen wir hier einen Snip. Machen hier einen Snip. Und setzen das dann so. Dann funktioniert das schon viel besser. Da kann das Getreide hier runtergeschleppt werden und direkt in die Mühle gebracht werden. Dann geht das schon klar. So ist es halt schon besser. Das Material dann hier rüber getragen. Hier oben rum haben wir unten rum. Ja, wir haben eine Straße hier. Wir haben eine Straße da. Das Material kommt hier ohne Probleme bei den Minen an, wo es gebraucht wird. Auch wenn ich sagen würde, wir sollten eventuell schauen, dass wir diese Kreuzung entlastet bekommen. Wir haben doch dann hier eine Flagge, die wir setzen können. So. So kommt die Nahrungsmittel noch schneller in den Minen an. Und ich möchte, dass die Burg hier noch gebaut wird. So. Und so. Ich würde sogar hier eine Hütte oder so stehen lassen, damit diese Gebäude immer als bedroht angesehen werden, damit die von alleine vollgefüllt werden. So sparen wir uns, dass wir die hintersten Gebäude auch noch auffüllen müssen. Wie zum Beispiel dieses hier. Da will ich eigentlich gar keine Truppen reinsetzen. Oh nein. Puh. Das war knapp. Wenn der gestorben wäre, hätten wir ein Problem gehabt. Der Feind wird aber inzwischen verzweifelt, glaube ich. Das darf nicht passieren. So. Ich mache das so, weil es einfach schneller geht. Wir haben vorherige Missionen gehabt, wo wir halt einfach wirklich für eine Stunde hier saßen und nur darauf gewartet haben, dass die Truppen sich aufgelevelt haben. Deswegen arbeite ich lieber tatsächlich über die schnellere Variante. Denn ansonsten müssen wir es folgendermaßen machen. Alle Burgen vollstopfen, damit der Feind nicht angreift. Und dann müssen wir... Müssen wir darauf warten, dass ein kompletter Reservesatz an Waffen produziert wurde, damit wir einen Austausch von Truppen machen können, um die wiederum hochzuleveln. Das muss nicht sein. Das hatten wir schon so oft gemacht. Und das ist einfach schmerzhaft. So. So. Und speichern. Ich glaube, wir können zwischen den Leuten sagen, sie sollen in die Arbeit gehen, oder? Haben wir. Achso, wir haben durch Gelände verloren. Sehe ich das richtig? Da fand ich gerade eine Wachablösung. Sieht er aus. Nee, er transportiert gerade eher Truppen nach hier hinten hin. Ich würde sagen, wir checken unsere Armee mal ganz kurz ab. Ja. Ja, wir können die Armee jetzt an die Arbeit schicken. Macht voll.
Gold ist hier inzwischen auch sehr gut drin. Die zweite Linie übrigens auch. Zweite Linie müssen wir auch voll machen. Dritte Linie allerdings nicht. Und dann können wir nämlich bald hier effektiv angreifen. Ich würde sogar jetzt schon sagen, wir sichern unter Angriff und wagen den ersten Angriff mit drei Leuten hier drauf. Mehr als drei Hauptmänner sollten wir nicht bauen. Wenn ein Hauptmann stirbt, lade ich neu. Eigentlich könnte ich dementsprechend immer nur eine einzige Person losschicken. Aber das wäre dann ein bisschen zu rabiat. Angriff. Ah, cool. Direkt abgeschnitten da oben. Das Hauptquartier ist also jetzt in Angriffsreichweite. Und wir haben das hier direkt komplett abgeschnitten. Sehr gut. Können wir nach hierhin angreifen? Nö. Nach hierhin können wir allerdings. Der Gegner hat uns gerade unwissentlich den Weg hier hinten geebnet. Denn wir könnten nicht nach hierhin, weil das Hauptquartier im Weg ist. Ansonsten müssten wir nämlich durch das Hauptquartier selbst durch. Was wir gewiss könnten. Zumal der Feind wahrscheinlich jetzt gerade nicht sein komplettes Truppenlimit im Hauptquartier stehen hat, oder? Meint ihr? Meint ihr vielleicht? Weil hier haben wir... Auch hier ist Gold drin. Es wäre schon echt lustig, wenn wir es einfach niederbrennen könnten mit unseren drei Leuten. Auch wenn ich keine Ahnung, wo die hier... Keine Ahnung habe, wo die hier hinrennen wollen. Denn jetzt müsste er alles zurückfordern. Oder er hat schon wieder einfach zig Leute drin stehen. Mir ist inzwischen egal. Wir haben letztes Mal gesehen, was Pacific jetzt nicht tue. Oh, nö. Das ist ein Hauptmann. Hauptmänner sterben mir nicht. Sehe ich gar nicht erst ein. Wir brauchen 20 Jahre, um rekrutiert zu werden. So. Das wäre schon echt lustig. Vor allem, weil seine Elite gerade nicht da ist. Er hat gerade einen Wachaustausch gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein! Sehr schön. Nope. Also auf diese Art und Weise kann man natürlich theoretisch nur mit einem einzigen Gefreiten alles nehmen, logischerweise. Aber wir übertreiben nicht so hart. Das wäre ein Maß an Self-Scamming, das selbst für mich zu viel wäre. So. Wie ziehen die ihre Soldaten jetzt zurück? Die haben keine Verbindung. So, zerschlag sie alle. Nope. Ich kenne jetzt keine Gnade mehr mit dem Spiel. Nicht nach dem, was es uns bisher angetan hat. Ach, das ist nur eine Mine. So. Die ganze Zeit jetzt. Nope. Kannst du vergessen. So.
Das Teil brennt jetzt Stück für Stück aus. Mir so egal. Oh. Aber wie viele Soldaten der bitte hat. Das ist abnormal. Ändert nichts. Die Macht des Speicherns ist mit uns. Gebe zu. Fühle ich mich dreckig? Ja, schon ein wenig. Aber dann wiederum. Das Spiel stürzt sowieso wahrscheinlich gleich wieder ab. Oh, hier war ein höherer Soldat drin. Das wird jetzt eine Herausforderung für den Hauptmann. Aber glücklicherweise. Ja! Ausgebrannt. Verreck. Sichern 26. So, Solok. Es ist Offensiven-Time. Was sagen unsere Soldaten? Wie ist unser Prozentsatz hier gerade? Schätze ich. Na gut, dann geben die halt die Ressourcen aus. Ist halt so. Dann brennen wir den Jungen mal weg. Unter Angriff speichern, wie immer. Ich wage mal einen ganz regulären Angriff. Einfach mit den Truppen drüber, die wir haben. So, auf ganzer Ebene einmal draufschlagen. Mit der Handfläche einmal rüber über den ganzen Laden. Ist hier der erste Typ schon gestorben? Nein, ist nicht. Gut. Ich glaube, wir haben ihn auch wieder gerade in der Wachablösung erwischt. Hallöchen, Commander Cody. Willkommen. Wie steht's? Schlachtet sie. So, einmal drüber rollen über den ganzen Laden. Er müsste bald aufgeben. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben das gerade ganz gut im Griff. Gewonnen. Nächstes Passwort ist Canyon. Ja, bitte. Okay, wir sind schon wieder mit Solok dabei. Er hat jetzt einen deutlich höheren Siedlernachschub, schon wieder. Fast komplett ausgefüllte Intelligenz und immer noch deutlich mehr Lager als wir. Diesmal keine Werbung direkt, wie du reinkommst. Frisch, sehr schön. Im Zweifel Adblocker. Ich störe mich nicht dran. Level 27. Oh, wir haben einen Napfen. Ja. Oh. Okay. Ehrlich gesagt, das ist gut. Das ist eine gute Sache hier. Damit kann ich arbeiten. Setzen zuerst unsere Umgehungsflaggen. Dann legen wir los. Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Situation, wie wir hier sitzen, definitiv ein bisschen arbeiten kann.
Setzen wir den Steinmetz noch dahin. Direkt zwei Holzfäller platzieren. Und das Sägewerk direkt nach dahin. So. Und dann direkt Richtung Norden expandieren. So. Die Berge möchte ich nicht zu sehr einnehmen. Ich möchte nicht über die Hälfte der Berge gehen, weil wir ansonsten über die Berge angegriffen werden können. Also vielleicht wäre das sogar ganz nützlich. Er hat aber mehr Platz als wir, wenn ich das richtig sehe. Wir haben das hier und dann müssen wir uns wahrscheinlich von Gebiet zu Gebiet rüberhoppen. Um da auf die andere Seite, um die auf die anderen Seiten zu kommen. Ich weiß nicht, wo wir unsere Nahrungsmittel anlegen wollen. Das ist das Problem. Ich sehe noch nicht so viele Gelegenheiten. Gibt sich einen Teil, der so gleich aufgebaut ist, aber so 3D-mäßig. Das wäre Siedler 2 nächste Generation. Das ist das übernächste Siedler, das wir angehen. Nachdem wir hiermit fertig sind, irgendwann, gehen wir an Siedler 2 ran. Das ist, wofür, den wir als Tag haben. Und nach Siedler 2 geht es dann an Siedler 2 nächste Generation. Was das Remake war und das ist 3D gehalten. Und das gehen wir dann, auch genüsslich durch. Wir benutzen hier auf Twitch halt Siedler 1 als Tag, weil es. Ne, Siedler 2 als Tag, weil es für Siedler 1 ja kein Twitch-Tag gibt. Was macht. Da macht man nichts. So, hier schließen wir auch nochmal an. Nein, Straße. So. Und Schub. Wie sieht es mit unseren Reserven aus? Was haben wir denn so alles? Wir haben genug für zwei Sägewerke, drei Bergwerke. Ein bisschen Zeug haben wir. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ich denke, wir sollten uns doch hier unten hauptsächlich rüber expandieren. Hier oben haben wir hauptsächlich Berg. Das ist schön. Nehmen wir gerne alles mit. Aber der Süden, das ist, wo wir lang wollen. Da ist der ganz gute Kram. Natürlich hat er direkt Gold gefunden. Ich meine, wir haben noch keinen Geologen losgeschickt. Können wir schon mal machen. Erstmal reguläre Geschwindigkeit. Ich muss ein paar Sachen hier einstellen. Stark in den Garten. Ihr kommt raus da. Alle Gebäude Minimum. Damit wir möglichst viele Soldaten direkt bunkern können.